Zum ersten Mal hat ein aktiver Theologe aus dem Vatikan seine Homosexualität öffentlich gemacht. Er gab in Rom eine Pressekonferenz zusammen mit seinem Lebensgefährten. Zuvor war ein Zeitungsinterview erschienen, in dem der aus Polen stammende Priester die Position der katholischen Kirche als rückwärtsgewandt kritisiert hatte. Der Vatikan kündigte daraufhin seine Entlassung an. Morgen beginnt eine Synode zum Thema Familie. Every homosexual person is son of God, and when believe in God, is son of the church of another Christian community, and necessity, his dignity, necessity, his love and possibility to marriage, to be, to live with another person who love. This is the will of God for our life, also for my life with him. Okay. Thank you very much for everything.